Also hier vorne, wenn man jetzt hier die Treppe hochgeht, dort war eine Gaststätte und eine hier Kegelbahn. Und dahinter war Spar gewesen, die Kaufhalle. Da sind wir mal einkaufen gegangen. Und auf der großen Fläche hier waren lauter Plattenbauten. Und da haben auch viele Leute so gewohnt. Die meisten sind weggezogen. Sedan Berlinmurens fall har miljoner människor lämnat östra Tyskland. Nu rivs kvarteren, ett efter ett. Eisenhüttenstadt är en av Tysklands snabbast krympande städer. Inge Prech har redan flyttat två gånger eftersom hennes gamla hem rivits. Ja, ich musste zweimal umziehen. Einmal habe ich drüben im Werftring gewohnt, da war ich 6 Jahre. Wegen Abriss musste ich dann rüberziehen auf die andere Straßenseite. Und dort war ich 5 Jahre drin und dann hieß es, ich muss wieder raus. Und dann bin ich hier in das Hochhaus reingezogen und hier wohne ich schon 10 Jahre. På 30 år har Eisenhüttenstadt verlorat mer än halva sin befolkning. Kvarteren som en gång låg i en östtysk mönsterstad raderas nu från kartan. Diese Bevölkerungsentwicklung aber erleben wir nicht allein. Die ist in ganz Deutschland zu verzeichnen. Wir sind hier vielleicht ein wenig schneller. Stadsarkitekten Gabriele Haubolds familj var en av de första som flyttade in i den nybyggda staden efter andra världskriget. Lägenheten hade centralvärme och rinnande vatten, vilket var en lyx på den tiden. Meine erste Erinnerung oder überhaupt an diese Stadt ist hell, sonnig und eben sehr schön. Man konnte jeden Tag irgendwas Neues sehen und wir waren in den 50ern sehr viele Kinder, die hier ständig unterwegs waren. När hon tillträdde som stadsarkitekt stod en tredjedel av alla bostäder tomma. Hon som drömde om att bygga nya hus river nu de gamla. Hur förklarar man för dem som bor där att de måste flytta? Aber ich denke, wir haben mit den Leuten gesprochen und ihnen auch erklärt, was passiert, wenn ein Leerstand in einem Gebäude so hoch ist, dass die Aufwendungen für Heizung, Abwasser, Trinkwasser, für alle technischen Installationen ins Unermessliche gehen. Utflyttarna lämnar spår. Lekplatserna ligger öde och i flerfamiljshusen gapar fönsterhålorna tomma. Grundskola nummer 3 håller på att jämnas med marken. Men Gabriele Haubold ser positivt på framtiden. Und wir setzen alles daran, auch als Stadtverwaltung, auch als Eisenhüttenstädter, Leute in diese Stadt zu holen und ihnen zu zeigen, dass es hier nach wie vor lohnt, sich lohnt zu wohnen, zu arbeiten und Kinder zu haben. Och Inge Prech, som redan flyttat 2 gånger, hoppas kunna bo kvar. Ja, hier müsste mehr auf die Beine gebracht werden, also irgendwie ist alles so eintönig. Aber Sie bleiben hier. Ich bleibe hier, ich halte durch.